Marcel Bonneko von der SV Drenn-Steinfurt. Genau. Ihr habt gerade 0:4 verloren gegen die DLK Milte in einem sehr, sehr spannenden Spiel. Ja. Woran hat es gelegen, dass ihr am Ende keinen Ball trotz zahlreicher Torchancen ein Tor unterbringen konntet? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn du das beantworten könntest, dann wäre ich, glaube ich, ein reicher Mann nicht, aber deutlich besser dran. Ja, also die Chancen, die wir da nicht genutzt haben, das war schon der Wahnsinn. Chancen für 3 Hallenspiele, glaube ich, gehabt, so machen, dass da keiner von reingeht, ist der Wahnsinn. Ich habe es gerade mit den Jungs besprochen, das ist ja, Glück bei denen, Pech bei uns, Teil Unvermögen. Und am Sonntag fällt dann halt einfach nichts rein. Das hatten wir gestern schon so ein bisschen das Problem, dass wir die Tore nicht schießen. Ja, das hat sich dann heute im ersten Spiel was ein bisschen besser, aber im zweiten Spiel hat es einfach fortgesetzt. Wir spielen das auch nicht mehr so gut wie gestern, muss ich sagen. Gestern haben wir das deutlich besser gespielt. Auch aus der Bewegung raus, jetzt haben wir sogar den Schlüssel Geisterfeuer noch bekommen, wo wir gehofft hatten, dass wir ein, zwei Buben machen. Aber wir verlassen uns jetzt einfach zu sehr auf Max. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Wahnsinnig viel Feuer drin, auch von außen. Die Zuschauer haben ordentlich Gas gegeben, ja, auf beiden Seiten. Ja. Viele Fans von der DLK Milte hier. Ja, hat das Spiel erwarten. Auch ein bisschen beeinflusst? Oh, glaube ich gar nicht. Da haben wir vorher schon gerechnet. Das war ja letztes Jahr auch schon. Wir sind ja letztes Jahr auch schon in der Vorrundengruppe gegen die ausgeschieden. Das war eigentlich schon klar. Und das war jetzt, glaube ich, nicht so. Nö. Also, 2 Niederlagen habt ihr jetzt auf dem Konto. Ihr seid fast raus. Es besteht noch eine Minimalchance. Ja, genau. Wie schätzt du die Chance ein? Ja, wir sind, glaube ich, raus. Haben wir mit den Jungs gerade auch schon besprochen. Ich glaube, rein theoretisch funktioniert es noch, aber das wird wohl nichts mehr. Jetzt wollen wir gegen Warndorf nochmal verabschieden, 50 Spiele machen. Zeigen, dass das, was wir gestern gespielt haben mit 7 Punkten, haben wir auch Sassenberg richtig im Griff gehabt. Und die jetzt ja gerade schon gewonnen haben, aber gestern deutlich besser. Wollen wir zeigen, dass wir das, was wir gestern gespielt haben, kein Glück war. Dann schauen wir uns das nochmal an. Danke.